sehr geehrter Herr Professor Jeckel, lieber Herr Schröer, meine Damen und Herren, liebe Repräsentanten aus Wissenschaft und Kirchen und Politik, ich freue mich, dass langjährige frühere Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, dem Europäischen Parlament, auch zur Aufsicht über diese Veranstaltung erschienen sind. Und ich möchte mich zu Beginn für die liebenswürdige Begrüßung bedanken und für die freundliche Einladung zu dieser Gastprofessur, die ich auch deswegen gerne angenommen habe, weil mich das angefragte Thema aus einer Reihe von grundsätzlichen wie praktischen Gründen seit vielen Jahren beschäftigt. Das Thema des Verhältnisses von Politik und Religion ist ebenso alt wie aktuell. Es begleitet mit nicht selten dramatischen Ausschlägen beinahe die gesamte Menschheitsgeschichte. Weder sind sogenannte moderne Gesellschaften erstmals mit diesem Spannungsverhältnis konfrontiert, noch haben sie es ein für allemal hinter sich gelassen, gelöst oder überwunden. Die großen Kulturen, auch die großen frühen Kulturen in der Menschheitsgeschichte, haben bei genauem Hinsehen allesamt mit der Frage, wie verhält es sich zwischen säkularen und spirituellen Ansprüchen, zu tun gehabt. Das römische Imperium hat nicht erst in der Zeit von Konstantin dem Großen, über den ich in Trier nichts weiter auszuführen habe, mit dieser Frage zu tun gehabt und ist damit in einer einschlägigen Weise umgegangen. Und wenn man in die deutsche Geschichte blickt, dann ist sie spätestens beim Investiturstreit zum ersten Mal mit dem Verhältnis von Politik und Religion und der modernen Fassung des Verhältnisses von Staat und Kirche befasst gewesen. Das ist jetzt immerhin 900 Jahre her. In der Reformationszeit hat Martin Luther mit seiner Zwei-Reiche-Lehre sich mit einer Frage auseinandergesetzt, die bei genauem Hinsehen eigentlich Augustinus schon beinahe ein Jahrtausend früher behandelt hatte, in seiner Civitas Dei und seiner Unterscheidung zwischen der Civitas Dei und der Civitas Terrena. Also alles bei genauem Hinsehen jedenfalls nicht wirklich neu. Und wenn wir in die jüngere deutsche Geschichte sehen, dann fällt uns sicher jedenfalls auch der preußische Kulturkampf ein, der wenige Jahre nach der Gründung des ersten deutschen Nationalstaates ausbrach und natürlich erheblich mit dieser Frage zu tun hatte, erstens, ob überhaupt und wenn ja, welche Sorte von Religionsgemeinschaften in einer staatlichen Ordnung Berücksichtigung finden könne oder dürfe. In diesem Jahr 2019 erinnern wir an zwei bemerkenswerte Verfassungsjubiläen, den 70. Geburtstag des Grundgesetzes und den 100. Geburtstag der Weimarer Verfassung. Dass das Grundgesetz, das unter vielerlei Gesichtspunkten eine bemerkenswerte Innovation darstellt, die in der Weimarer Verfassung vorgenommenen staatskirchenrechtlichen Regelungen nicht nur dem Grunde nach, sondern im Wortlaut übernommen hat, ist ein unter vielerlei Gesichtspunkten aufschlussreicher Hinweis für ein inzwischen altes, aber wie man meint, doch in einer bewährten Weise geregeltes Problem. Für diejenigen, die an diesem Thema ein ausgeprägtes Interesse haben, will ich mindestens den Hinweis geben, dass ich vor ziemlich genau einem Jahr einer der renommierten deutschen Staatsrechtslehrer, nämlich Horst Dreyer, in einer eigenen neuen Publikation mit diesem Thema sowohl historisch wie systematisch sehr gründlich auseinandergesetzt hat, unter dem schönen, prägnanten Titel »Staat ohne Gott«,
Religion in der säkularen Moderne. Horst Dreyer, der in Würzburg lehrt und Herausgeber eines der führenden Grundgesetzkommentare ist, wäre, wie der ein oder andere vielleicht noch weiß, vor gefühlt 10, 15 Jahren beinahe mal Präsident des Bundesverfassungsgerichts geworden. Ob er dann dieses Buch erstens überhaupt und zweitens so geschrieben hätte, ist eine der vielen Spekulationen, denen ich jetzt nicht nachgehen will. Jedenfalls zeigt es, dass nicht nur, aber auch aus juristischer Perspektive, aus staats- und verfassungsrechtlicher Perspektive, dies ein beinahe unerschöpfliches Thema ist. Ich habe mir vorgenommen, heute die eher grundsätzlichen Aspekte des Verhältnisses von Politik und Religion zu behandeln und die reichlichen aktuellen Entwicklungen und damit verbundenen Fragestellungen, die es vom Staatskirchenrecht angefangen, über kirchliches Arbeitsrecht und über die religiöse Begleitung, Kommentierung, Zensur politisch-ethisch relevanter Fragestellungen gibt, dann dem zweiten Termin vorzubehalten, weil sich das, wie ich finde, nun wirklich besser in einem Dialog mit einem verantwortlichen, herausragenden Repräsentanten einer der großen Religionsgemeinschaften behandeln lässt. Und deswegen bedanke ich mich schon jetzt sehr bei Bischof Ackermann für seine Bereitschaft, an einem solchen Gespräch teilzunehmen. Das, worum es beim Spannungsverhältnis zwischen Politik und Religion, jedenfalls jetzt weniger mit Blick auf eine jahrtausendealte Geschichte dieses Themas, sondern mit Blick auf die modernen Gesellschaften, in denen wir heute leben, geht, lässt sich nach meinem Verständnis in zwei Fragen ganz gut zusammenfassen. Die erste Frage lautet, wie viel Religion erträgt eine moderne, aufgeklärte, liberale Gesellschaft? Und die zweite, nach meinem Verständnis damit direkt verbundene Frage lautet, wie viel Religion braucht ein demokratisch verfasster Staat? Man könnte meinen, dass die beiden Fragen sich wechselseitig ausschließen. Ich glaube eher, dass sie sich wechselseitig bedingen, dass jedenfalls die eine Frage ohne die andere nicht hinreichend plausibel zu beantworten ist. Und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, genau diesen Zusammenhang ein bisschen zu beleuchten. Und beginnen will ich mit genau dem Hinweis, den Herr Jeckel unter Bezugnahme auf eine damalige Veranstaltung hier in Bitburg gerade bereits angesprochen hat, nämlich der großen, aus meiner Sicht zentralen, um nicht zu sagen fundamentalen Gemeinsamkeit von Politik und Religion. Politik und Religion sind zwei sicher unterschiedliche, aber jeweils bedeutende, formell oder informell mächtige, rechtlich oder faktisch bindende Gestaltungsansprüche gegenüber einer Gesellschaft und ihren Mitgliedern. Das unterscheidet Politik wie Religion von anderen relevanten gesellschaftlichen Entwicklungen, beispielsweise von der Literatur, auch von der Philosophie, die sich teilweise mit gleichen oder ähnlichen Sachverhalten beschäftigen, damit aber nicht Geltungsansprüche verbinden. Das, was Politik wie Religion auffällig, für manche gelegentlich auch ärgerlich macht und eben nicht nur als Errungenschaft, sondern manchmal als Zumutung erscheinen lässt, ist nicht nur die Ansage, dass etwas sein soll, sondern der Anspruch, dass es gelten müsse. Dies ist nach meinem Verständnis die zentrale Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden großen Systemen, die alleine aus diesem Grunde
nämlich der jeweils erhobenen Geltungsansprüche und Gestaltungsansprüche, einander nicht gleichgültig sein können. Dass deswegen Politik und Religion nicht dasselbe sind, muss man heute fast nicht mehr betonen. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Gestaltungsansprüchen sind nicht weniger bedeutsam als die Gemeinsamkeiten. Dennoch will ich noch mal festhalten, die Vorstellung, das eine habe mit dem anderen nichts zu tun, ist schon deshalb falsch, weil beide sich prinzipiell an die gleiche Kundschaft in konkreten Gesellschaften richten. Mit ähnlichen oder unterschiedlichen, parallelen oder konkurrierenden Gestaltungsansprüchen. Mahatma Gandhi, der kein bedeutender Verfassungsrechtler war, aber unter ganz anderen Bedingungen als denen, mit denen wir zu tun haben, eben auch mit diesem Spannungsverhältnis von religiösen Geltungsansprüchen auf der einen Seite und staatlichen Normierungen auf der anderen Seite zu tun hatte, hat am Ende seines Lebens einmal gesagt: Ich kann ohne Zögern und doch in aller Demut sagen, dass ein Mensch, der behauptet, Religion habe nichts mit Politik zu tun, nicht weiß, was Religion bedeutet. Hätte er gesagt, dass ein Mensch, der behauptet, dass Politik nichts mit Religion zu tun hat, nicht weiß, was Politik bedeutet, hätte er ebenso recht. Nun gibt es aber eben nicht nur diese große, fundamentale Gemeinsamkeit der jeweiligen Geltungsansprüche. Es gibt auch eine Reihe von Unterschieden. Und der wiederum aus meiner Sicht zentrale, fundamentale Unterschied ist dieser: Religionen handeln von Wahrheiten, Politik von Interessen. Das eine ist so zentral wie das andere, und beides ist, wo immer auch die Grenze zwischen dem einen und dem anderen im Konkreten verlaufen mag, jedenfalls nicht dasselbe. Zu den Errungenschaften unserer aufgeklärten Zivilisation gehört die Einsicht in die Aussichtslosigkeit einer abschließenden Beantwortung der Wahrheitsfrage. Das ist, was man sich gelegentlich eben auch ins Bewusstsein heben muss, menschheitsgeschichtlich gesehen eine vergleichsweise junge Einsicht, zu der wir auch und gerade in der abendländischen europäischen Zivilisation mal einige Jahrhunderte gebraucht haben. Aber erst diese Einsicht, dass wir die Wahrheitsfrage nicht abschließend und schon gar nicht verlässlich beantworten können, macht nicht nur Politik nötig, weil sie die ständige Suche nach vorläufigen Antworten erzwingt. Die Einsicht in die Aussichtslosigkeit einer Beantwortung der Wahrheitsfrage macht Demokratie erst möglich. Auf der Basis absoluter Wahrheitsansprüche ist Demokratie als Legitimation von Entscheidungen durch Verfahrensregeln gar nicht möglich. Insofern setzt Demokratie tatsächlich die Trennung von Religion und Politik voraus, die es ihrerseits ohne religiös vermittelte Überzeugungen von unentziehbaren individuellen Freiheitsrechten oder in der Sprache des Grundgesetzes von der Unantastbarkeit der Würde jedes einzelnen Menschen gar nicht gäbe. Was wiederum die Komplexität der Zusammenhänge und der Unterschiede von Politik und Religion verdeutlicht. Wir haben uns längst daran gewöhnt, in sogenannten aufgeklärten, liberalen, demokratisch verfassten Rechtsstaaten
den Gestaltungsanspruch von Politik als durch Verfassungen definiert zu begreifen. Damit hat sich allerdings ein, wie ich glaube, Missverständnis verbunden, dass nämlich nur das, was in einer Verfassung geregelt sei, einen unbestreitbaren Geltungsanspruch habe und umgekehrt das, was in Verfassungen nicht geregelt sei, zwar in die Kategorie individueller Grundfreiheiten fallen mag, aber jedenfalls keinen vergleichbaren Geltungsanspruch erheben könne. Bis hin zu dem in einem anderen Diskussionszusammenhang gelegentlich behaupteten Erwartungen, dass es so etwas wie Verbindlichkeiten, schon gar informelle Verbindlichkeiten in einer Gesellschaft nicht mehr brauche, weil man dafür ja inzwischen geschriebene Verfassungen habe. Das, was in einer Gesellschaft Geltung habe, werde und müsse abschließend in einer Verfassung niedergeschrieben sein. Das ist nach meiner Überzeugung nicht falsch, verschweigt aber, dass Verfassungen historisch wie praktisch betrachtet nie Ersatz für, sondern immer Ausdruck der Überzeugungen sind, die in einer Gesellschaft Geltung beanspruchen. Die Frage ist also nicht, ob es allein rationale Rechtfertigungen für politische Herrschaft geben kann und geben sollte. Die mindestens so wichtige Frage ist, ob solche rationalen Rechtfertigungen ausreichen, um politische Herrschaft verlässlich und akzeptabel in einer Gesellschaft zu halten. Und das führt uns dann wieder, wenn wir denn wollten und mehr Zeit hätten, in die Menschheitsgeschichte zurück, in der ich es für nicht zufällig halte, dass in der mit Abstand dominierenden Zeit dieser Menschheitsgeschichte Herrschaftsansprüche mit mal mehr und mal weniger expliziten Sakralisierungskontexten verbunden gewesen sind. Es wäre für eine vertiefte Diskussion dieser zum Teil komplizierten Zusammenhänge nicht nur zulässig, sondern notwendig, dass jeder gründliche Blick auch und gerade auf moderne Gesellschaften zu dem Befund kommt, dass der innere Zusammenhalt einer Gesellschaft am Ende immer durch Kultur gestiftet wird. Und zugespitzt formuliert, durch nichts anderes verlässlich. Märkte halten Gesellschaften sicher nicht zusammen. Geld ganz bestimmt nicht. Und Politik eben auch nicht. Auch, jetzt müssen die Juristen ganz tapfer sein, auch Recht und Rechtsordnung hält eine Gesellschaft nicht zusammen. Denn auch ein rechtliches Regelsystem entfaltet seine Plausibilität wiederum nur aus den Kontexten, aus den Begründungen, aus denen Rechtssätze kommen, die ihrerseits wiederum nicht politisch, sondern kulturell sind. Das, was in einer Gesellschaft erlaubt und verboten sein soll, kann und wird in Deutschland mit teutonischer Gründlichkeit in einem erschreckenden Maße immer häufiger in förmlichen Gesetzen geregelt. Streng logisch betrachtet sind die allermeisten, wenn nicht alle, dieser rechtlichen Festlegungen willkürlich. Sie beziehen ihre Plausibilität aus Überzeugungen, dass etwas angemessen oder unangemessen, vernünftig oder unvernünftig sei.
Die Überzeugungskraft liegt nicht in der Regelung selbst, sondern in der Begründung, die ihr zugrunde liegt. Und das gilt zwar nicht für jedes Rechtssystem mit der gleichen Auffälligkeit, aber dem Grunde nach, wie mir scheint, in einer sehr, sehr ähnlichen Weise. Es ist sicher beim Familienrecht auffälliger als beim Steuerrecht, aber auch und gerade das gesamte Strafrecht lässt sich, wenn wir mal einen Augenblick unterstellten, die Begründungen dafür, dass etwas überhaupt strafbar sei und mit welcher Art von Sanktionen es bedroht wird, wenn man gegen eine bestimmte Norm verstößt, müsse aus sich selbst heraus plausibel sein und bezöge sich nicht auf irgendwelche Überzeugungen des Angemessenen, des Vernünftigen, des Vertretbaren, des Zumutbaren in einer Gesellschaft, ist beinahe absurd. Deswegen bin ich tatsächlich fest davon überzeugt, dass jede Gesellschaft über die geschriebene Verfassung hinaus ein Mindestmaß an Gemeinsamkeiten braucht, ohne die sie ihren inneren Zusammenhalt verliert. So wie die geschriebene Verfassung in aller Regel der Ausdruck dieser Gemeinsamkeiten ist. Nicht aller Gemeinsamkeiten, aber insbesondere solcher, von denen viele meinen, dass sie einen allgemeinen Geltungsanspruch haben sollten. Das ist eigentlich der Kontext für die viel zitierte, um nicht zu sagen hoffnungslos inflationierte Bemerkung von Ernst Wolfgang Böckenförde, dem vor einigen Wochen verstorbenen früheren Mitglied des Bundesverfassungsgerichts: Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Diese Formulierung, die inzwischen beinahe Gemeingut jeder einschlägigen Diskussion geworden ist, bestätigt den von mir gerade angesprochenen Zusammenhang. Bedauerlicherweise findet aber meist nur dieser gerade zitierte Satz eine öffentliche Wahrnehmung und Berücksichtigung. Dabei ist die anschließende Erläuterung mindestens so aufschlussreich wie die Bemerkung, die ich gerade vorgetragen habe. Denn Böckenförde führt in diesem 30 Jahre oder 40 Jahre alten Text anschließend aus: Als freiheitlicher Staat kann er, also der säkularisierte Staat, einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und des autoritativen Gebots zu garantieren versuchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und auf säkularisierter Ebene in genau den Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat. Da haben wir wieder das Spannungsverhältnis zwischen originär politischen und originär religiösen Orientierungen und die Verbindung des einen mit dem anderen. Von den vielen Beispielen, die man für den mal auffälligen und mal auf unauffälligen Zusammenhang zwischen politischen und religiösen Geltungsansprüchen vortragen könnte, ist der vielleicht spektakulärste Beispielfall unsere Verfassung, also das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist, schon gar wenn man seinen einleitenden, also seine ersten Teile liest, von der Präambel über den Katalog der Grundrechte, bis sich das Grundgesetz dann leider in der zweiten Hälfte in immer mehr teilweise grotesken Einzelregelungen verirrt. Das Grundgesetz ist bei nüchterner, jetzt mal sozialwissenschaftlicher Betrachtung
ein hochideologischer, tief religiös geprägter Text. Mit einer Reihe normativer Ansprüche für die Gestaltung einer modernen Gesellschaft. Bereits das in der Präambel reklamierte Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen muss nicht in einer Verfassung stehen. Steht aber in unserer Verfassung. Es steht auch keineswegs in allen Verfassungen. Es steht nicht einmal in den meisten europäischen Verfassungen. Und der ein oder andere von Ihnen wird sich daran erinnern, dass der erste beinahe erfolgreiche Versuch der europäischen Gemeinschaft, eine Verfassung zu geben, schon im Entwurf an genau dieser Frage beinahe gescheitert wäre. Mit anderen Worten, es ist dann dennoch zu einem Verfassungsentwurf gekommen, der aber zwei Plebiszite in zwei Gründungsmitgliedern der Europäischen Gemeinschaft nicht überstanden hat. Aber schon die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft konnten sich auf eine ähnliche Präambel nicht verständigen. Was man jetzt auch gar nicht für ein Drama halten muss, ich will nur darauf hinweisen, so vertraut uns dieser Zusammenhang erscheint, mit der naheliegenden Schlussfolgerung, das sei eigentlich üblich. So wenig üblich ist es in der Verfassungswirklichkeit mit uns durchaus vergleichbarer anderer europäischer Staaten. Und in einem noch stärkeren Maße trifft diese ideologische Aufladung, die religiöse Konnotation für den ersten zentralen Satz unserer Verfassung zu, Artikel 1, Satz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Satz gibt ja nun für jeden erkennbar nicht einen empirischen Sachverhalt wieder. Wäre dies der Anspruch einer Verfassung, müsste der erste Satz folgerichtig lauten, die Würde des Menschen ist antastbar. Man hätte vielleicht hinzufügen können, nirgendwo ist der Nachweis gründlicher geführt worden als auf deutschem Boden. Und genau weil es so ist, haben die Verfassungsväter und Verfassungsmütter die Umkehrung dieser Erfahrung als die zentrale normative Vorgabe, als nicht dispositionsfähige Grundorientierung dieser Gesellschaft an die Spitze unserer Verfassung gesetzt. Ich füge jetzt mal nur in Parenthese ein, weil das über das Thema nun deutlich hinausgeht. Je länger ich mich mit dem Grundgesetz beschäftige, auch seiner späteren Entwicklung und den Bedingungen, unter denen es entstanden ist, desto größer wird mein Respekt vor der unglaublichen Leistung, die die Verfassungsväter und die paar wenigen Verfassungsmütter, die damals im Parlamentarischen Rat zusammengesessen sind, bei der Entwicklung dieses Textes ganz offenkundig mobilisiert haben. Und vieles, was Ihnen damals auch in erstaunlichen Formulierungen gelungen ist, ist dann erst sehr viel später in einer systematischen Weise diskutiert, auch wissenschaftlich zum Gegenstand von Auseinandersetzungen gemacht worden. Es hat manche irritiert, dass vor inzwischen aber auch schon beinahe wieder 20 Jahren ein bedeutender deutscher Intellektueller, nämlich Jürgen Habermas, in seiner Dankesrede bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2001 von der Bedeutung religiöser Überzeugungen für das Selbstverständnis und die innere Stabilität moderner Gesellschaften gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob es einen Kausalzusammenhang zwischen dieser Rede und der von ihm dann mehrfach in ähnlicher Weise nochmal dargestellten Vermittlung dieses Zusammenhanges gibt und der denkwürdigen Begegnung, die wenige Jahre danach zwischen ihm und dem damaligen Präfekten der römischen Glaubenskongregation Josef Ratzinger
in der Katholischen Akademie in München stattgefunden hat, die sich bei der Gelegenheit zum ersten Mal überhaupt begegnet sind und deren Dialog die beiden Fanclubs nachhaltig verunsichert hat. Denn das, was offenkundig weder die einen noch die anderen erwartet hatten, war, dass diese beiden großen, aber ganz unterschiedlich konditionierten Intellektuellen von Glaube und Vernunft als den beiden Kulturen der westlichen Zivilisation gesprochen haben und der Notwendigkeit, die jeweils eine Orientierung durch die andere zu relativieren. Dass man jetzt in meinen schlichteren Worten weder die Vernunft allein lassen dürfe, noch den Glauben, weil beide sich selbst überlassen, zu Verirrungen neigen, die nicht nur theoretisch problematisch, sondern lebenspraktisch schwer erträglich sind, wofür wir ja nun auch und gerade in der jüngeren Vergangenheit viele Beispiele erlebt haben. Allerdings hat Jürgen Habermas zu Recht auch nie einen Zweifel daran gelassen, vor allen Dingen bei späteren Erläuterungen dieser manche erstaunten Bemerkung, dass der liberale Staat seine Bürger nur mit Pflichten konfrontieren dürfe, die diese aus Einsicht nachvollziehen können. Dass nicht ein religiöser Gestaltungsanspruch die Begründung für die Geltung einer staatlichen Norm sein dürfe. Jeder muss wissen und akzeptieren, Zitat Habermas, dass jenseits der institutionellen Schwelle, die die informelle Öffentlichkeit, zu der er in diesem Zusammenhang eben auch Religion und Kirchen zählt, von Parlamenten, Gerichten, Ministerien und Verwaltungen trennt, nur säkulare Gründe zählen. Mit anderen Worten, politische Entscheidungen müssen sich in einem modernen, demokratisch verfassten Rechtsstaat in einer Weise rechtfertigen lassen, die allen Weltanschauungen zugänglich ist. Ob das für uns bei gründlicher Betrachtung rundum zutrifft, ist eine durchaus sich nicht selbst beantwortende Frage, der wir vielleicht beim nächsten Mal auch etwas intensiver nachgehen könnten und sollten. Jedenfalls ist die auch von Horst Dreyer in seinem vorhin angesprochenen Buch Staat ohne Gott aufgeworfene Frage, ob das Bekenntnis zur Religionsfreiheit und zur Neutralitätspflicht des Staates nicht als Camouflage für die in der Realität eben doch vorhandene Privilegierung und Diskriminierung unterschiedlicher religiöser Überzeugungen sei, nicht offenkundig unbegründet. Wichtig scheint mir mit Blick auf das Spannungsverhältnis von Politik und Religion als eine der jedenfalls aus meiner Sicht erkennbaren vorläufigen Schlussfolgerungen festzuhalten, dass auch und gerade der säkulare Staat sich, um nochmal Habermas zu zitieren, den Zugang zu den Quellen nicht versperren darf, aus denen er seine Legitimation bezieht. Aus westlicher Perspektive erscheint die Säkularisierung immer mehr Menschen als unvermeidlicher Preis der Moderne. Weltweit sind die Religionen aber nie aus der Politik verschwunden. Wir erleben gegenwärtig nicht nur eine erstaunliche globale Revitalisierung der Bedeutung von Religionen im öffentlichen Raum, wir erleben auch eine bemerkenswerte, teilweise erschreckende Politisierung und Instrumentalisierung von Religion mit immer häufiger fundamentalistischen Ansprüchen. Wobei es natürlich nicht tröstlich ist, aber aus Gründen der Redlichkeit
auch nicht unterschlagen werden sollte, dass vieles, was wir an Instrumentalisierung und Fundamentalisierung in außereuropäischen, nicht christlich geprägten Ländern und Kulturen beobachten, die Kopie von Erfahrungen ist, die wir im christlichen Abendland beinahe ausnahmslos vorher durchdekliniert haben. Fast nichts davon ist neu. Fast alles haben wir mit Ausnahme der anderen technischen Möglichkeiten zum Geltendmachen fundamentalistischer Ansprüche in der Geschichte des christlichen Abendlandes vorher durchprobiert. Wir haben es heute, wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, idealtypisch betrachtet, mit mindestens zwei sehr unterschiedlichen Formen von Religiosität in Zeiten der Globalisierung zu tun. Das eine ist persönliche Religiosität im Rahmen respektierter rechtsstaatlicher Demokratie als ein geschützter Raum persönlicher Entfaltung. Und das andere ist die politisierte Religion mit fundamentalistischen Machtansprüchen, die inzwischen weltweit eine erschreckende, jedenfalls bemerkenswerte Ausdehnung erreicht hat. Dass die eine und die andere Art der Ausprägung ad personam betrachtet oft gar nichts mehr miteinander zu tun hat, macht die Sache noch komplizierter, aber zweifellos nicht besser. Mein Eindruck ist, dass wir es gegenwärtig, jedenfalls in den sogenannten modernen, aufgeklärten Gesellschaften, mit zwei großen, ähnlich weit verbreiteten Missverständnissen zum Verhältnis von Politik und Religion zu tun haben. Das eine ist die Anmaßung, religiöse Glaubensüberzeugungen für unmittelbar geltendes Recht zu nehmen und im wörtlichen wie im übertragenen Sinne zu exekutieren. Das andere ist die Arroganz, freundlicher formuliert die Leichtfertigkeit, religiöse Überzeugungen für überholt, belanglos oder irrelevant zu erklären. Der zweite Irrtum ist kaum weniger gefährlich als der erste. Er ist in unseren Breitengraden allerdings weiter verbreitet als der erste. Und nicht wenige, teilweise auch namhafte deutsche Intellektuelle, haben sich in der guten Absicht der Zurückweisung des ersten Irrtums an der Verbreitung des zweiten Irrtums kräftig beteiligt. Religion ist aber nicht belanglos, ganz sicher nicht irrelevant. Aus der richtigen Zurückweisung fundamentalistischer Ansprüche darf nicht die grundsätzliche Irrelevanz religiöser Überzeugung geschlussfolgert werden. Weil, wie eben erläutert, auch und gerade der aufgeklärte liberale Staat auf religiöse Bezüge weder verzichten will noch ernsthaft verzichten kann. Ich mache jetzt noch ein paar abschließende Bemerkungen, die aber schon ein bisschen aus meiner Sicht unter dem Gesichtspunkt Wiedervorlage für den nächsten Termin gedacht sind, weil sie aus dem Grundsätzlichen jetzt in eher aktuelle Befunde und Fragestellungen hinüberführen. Wenn wir uns empirisch mit dem Verhältnis von Politik und Religion, von Staat und Kirche in Deutschland, in Europa beschäftigen, dann gibt es eine Reihe interessanter Parallelen, von denen wiederum nach meinem Eindruck die Kirchen Fehlentwicklungen gerne bei der Politik wahrnehmen und die Politik besonders gerne bei den Kirchen, beide aber ungern jeweils bei sich selbst. Ich beginne mal mit dem statistisch einschlägigen Hinweis auf die vorhin mal zitierte, aber nicht weiter kommentierte Homogenitätsvermutung von Böckenförde. In der Gesellschaft, in der wir heute in Deutschland leben, gehören nur noch gut 2/3 aller Menschen überhaupt einer Religionsgemeinschaft an. Davon wiederum gut 60% einer der beiden großen christlichen Religionsgemeinschaften. Man kann je nachdem entweder die nach wie vor beachtliche Mehrheit interessant finden, oder die wachsende Minderheit, die eine förmliche religiöse Bindung nicht
oder nicht mehr aufweist. Belanglos ist jedenfalls beides nicht. Weder, dass die Mehrheit so ist, wie sie ist, noch, dass sie sich so deutlich verändert hat, wie sie sich verändert hat. Und belanglos ist schon gar nicht, dass die damals sicher nicht gut gemeinte, sondern auch wirklichkeitsnahe Vermutung Böckenfördes, diese Gesellschaft sei religiös homogen, statistisch längst in doppelter Weise widerlegt ist, weil selbst unter denen, die einer Religionsgemeinschaft angehören, um es neutral zu formulieren, die Heterogenität ständig zugenommen hat. Das gilt im Übrigen in einer prinzipiell sehr ähnlichen Weise für Christen, wie für Muslime, wie für Juden. Ist also auch da keineswegs ein exklusives Phänomen, was man bei der Mehrheitsreligion, nicht aber bei der Minderheitsreligion, sondern bei allen in einer ähnlichen Weise unter ja auch ähnlichen Rahmenbedingungen feststellen kann. Nun gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie es denn über die förmliche oder erklärte Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft hinaus um die von dieser Religion vermittelten Glaubensüberzeugungen bestellt sei. Da habe ich den Eindruck, das ist ein weites Feld für Interpretationen. Sowohl für diejenigen, die sagen, wir hätten es mit einer massiven Erosion von Glaubensüberzeugungen zu tun, wie für diejenigen, die umgekehrt meinen, es gäbe nach wie vor eine erstaunliche Stabilität von Glaubensüberzeugungen. Der Spiegel hat in seiner Osterausgabe, in seiner Titelgeschichte, die erste Vermutung transportiert, der Himmel ist leer. Und mit einer Reihe, sicher unterstelle ich mal, sorgfältig erhobener statistischer Befunde deutlich gemacht, wie sehr auch und gerade unter Kirchenmitgliedern zentrale Glaubensüberzeugungen an Prägekraft verloren haben. Das entspricht vermutlich auch der Lebenserfahrung, die die meisten von Ihnen bei sich selbst oder im eigenen Umfeld und Familien- und Bekanntenkreis gemacht haben. Was aber, wie ich glaube, die Frage nach der Relevanz von Glaubensüberzeugung jedenfalls nicht abschließend beantwortet. Jedenfalls fällt auf, dass es in einer Gesellschaft, die sich rein statistisch gesehen mit Blick auf religiöse Bindungen so deutlich verändert hat, wie die bundesdeutsche Gesellschaft in den letzten 60 Jahren, ganz besonders seit der Wiederherstellung der deutschen Einheit mit den damit verbundenen Veränderungen religiöser und kirchlicher Bindungen, dass es gleichwohl eine überragende Akzeptanz der Bedeutung religiöser Werte, insbesondere christlicher Werte, für eine moderne Gesellschaft in dieser veränderten Gesellschaft gibt. Und auf den ersten Blick noch erstaunlicher ist, dass bei den regelmäßigen Untersuchungen, die dazu etwa Allensbach macht, das ist ja das empirische Forschungsinstitut in Deutschland, das gegenüber den anderen insbesondere den Wettbewerbsvorteil hat, dass es ein und dieselbe Fragestellungen immer wieder in mal mehr und mal weniger Größenabständen neu stellt und damit in der Zeitachse Veränderungen in Einstellungen besonders gut beobachten und abbilden kann. Und nach diesen Untersuchungen ist in den letzten 5 Jahren der Anteil derjenigen, die die Bedeutung christlicher Werte für eine moderne Gesellschaft für unverzichtbar halten, nicht etwa gefallen, sondern gestiegen. Was möglicherweise mit der Auseinandersetzung bis dahin oder früher für irrelevant gehaltene anderer Religionsgemeinschaften zusammenhängen könnte, die, sobald auch alternative Vorstellungen geltend gemacht werden, natürlich zu einer anderen Wahrnehmung führt. Sämtliche Untersuchungen aus jüngerer Zeit führen jedenfalls zu dem Ergebnis, dass beinahe unabhängig von der eigenen Glaubensfestigkeit es ein starkes Interesse am Charakter dieses Landes als einem durch die christliche Kultur entstandenen und geprägten Land gibt. Und dass auch und gerade Leute, die in den vorhergehenden Fragen zu Protokoll geben, dass sie entweder keine religiösen Bindungen, jedenfalls keine kirchlichen Bindungen haben,
auf die Frage, ob das denn für das Selbstverständnis dieses Staates oder dieser Gesellschaft weiter Geltung haben sollte, keinen Augenblick zögern, das ausdrücklich zu bestätigen. Natürlich kontrastiert diese Art von Auskunft doch in einem beachtlichen Maße die dramatisch zurückgehende Kirchenbindung. Also eine große Gruppe von Menschen, die für sich Religion im Allgemeinen nicht für belanglos erklärt, die auch christliche Wertüberzeugung nach wie vor für wichtig hält, hat ein erstaunlich dürftiges, sich weiter ausdünnendes Verhältnis zu den Institutionen, die diese Glaubensüberzeugungen verwalten. Die Kirchenbindung macht nur noch einen deprimierend kleinen Anteil derjenigen aus, die für sich Glaubensüberzeugung für prinzipiell bedeutsam halten. Ich will das jetzt gar nicht weiter kommentieren, vielleicht tun wir das beim nächsten Mal, aber ich möchte Sie auf eine Parallele aufmerksam machen. Wir haben nämlich in der Politik einen ganz ähnlichen Befund. Wir haben ganz sicher in Deutschland kein rückläufiges Interesse an Politik. Wir haben sogar ein deutlich messbares, mindestens deutlich reklamiertes, erweitertes Partizipationsinteresse an Politik. Nie war der Kreis der Menschen so groß wie heute, die zumindest behaupten, sie wollten an politischen Entscheidungen möglichst selbst beteiligt werden. Sie wollten selber darüber befinden, ob dies und jenes gemacht oder nicht gemacht wird, dies oder jenes gilt oder nicht gilt. Dass sich dieses allgemein reklamierte Partizipationsinteresse doch wieder in erheblicher Weise verdünnt, wenn es konkret wird, ist dann wieder ein anderes Thema, das ich jetzt nicht weiter vertiefen will. Aber dass wir mit einem verringerten Politikinteresse zu tun hätten, das kann man aus meiner Sicht wirklich nicht ernsthaft behaupten. Zugleich ist aber nicht nur die Attraktivität, sondern auch das Vertrauen in politische Institutionen dramatisch zurückgegangen. Die Politik macht insofern eine ganz ähnliche Erfahrung wie die Kirchen, dass nämlich ihre jeweilige Kundschaft die Relevanz des Produktes ausdrücklich bestätigt, aber mit den Handelsorganisationen möglichst nichts mehr zu tun haben will. Parlamente, Regierungen, Verfassungsinstitutionen, insbesondere Parteien haben ein dramatisch niedriges Ansehen, wobei mich nicht wirklich tröstet, dass dies ja kein exklusiver Befund für die Politik ist, sondern generell für unsere Gesellschaft gilt. Wenn wir in die Wirtschaft gucken, wenn wir in die Automobilindustrie gucken, wenn wir in die Banken gucken, wenn wir in den Sport gucken, wir haben überall einen zum Teil dramatischen Vertrauensverlust. Und beinahe überall haben wir die immer größere Diskrepanz zwischen einem expliziten oder impliziten Interesse an den jeweiligen Sachverhalten und einem Misstrauen gegenüber den Institutionen, die für diese Sachverhalte eine ganz besondere Zuständigkeit haben oder jedenfalls reklamieren. Dass auch die Kirchen von diesem Vertrauensverlust in einer massiven Weise betroffen sind, ist nicht weiter erläuterungsbedürftig. Der Punkt, auf den es mir jetzt in diesem Zusammenhang allein ankommt, ist dieser: dass nach meinem Eindruck sowohl die Kirchen wie die Parteien auf diesen dramatischen Vertrauensverlust und die erschreckende Bindungsaufgabebereitschaft der jeweiligen Mitglieder und Anhänger reflexhaft reagieren. Die Parteien in der Weise, dass sie als Erklärung für diesen Bindungsverlust eine sogenannte Politikverdrossenheit ausgeben und die Kirchen einen angeblichen Glaubensverlust. Ich finde beides entschieden zu kurz argumentiert. Zugespitzt formuliert, gibt es keine allgemeine Politikverdrossenheit. Politikverdrossenheit ist in meiner Wahrnehmung eher die gut gemeinte Sammelbezeichnung frustrierter Verwalter politischer Institutionen für die Bindungsverweigerung der von Ihnen angesprochenen Kundschaft. Und auf ähnlich preiswerte Weise versuchen die Kirchen, sich über den Bindungsverlust in den eigenen Reihen hinweg zu mogeln, indem sie sagen, alle Behauptungen eines grundlegenden Reformbedarfs innerhalb der Kirche verfehlten den eigentlichen Kern des Problems, Glaubensverlust. Demzufolge müsste nur der Glaube wiederhergestellt werden, dann ergäbe sich das alte Bindungsmuster gleichsam automatisch wieder. Ich halte das für bestenfalls gut gemeint, aber weder für eine zutreffende Analyse noch für eine praktikable Strategie. Vorletzte Bemerkung: Es ist eine interessante Erfahrung, dass ausgerechnet
mit dem Fortschritt der Entwicklung in modernen Gesellschaften die Anzahl und Relevanz der Fragen, die jedenfalls eine religiöse Dimension haben, nicht abnimmt, sondern eher zunimmt. Jedenfalls kann keine Rede davon sein, dass wir im Unterschied zu früheren Gesellschaften, in denen alle möglichen Fragen regelmäßig religiös konnotiert waren, heute glücklicherweise mit eher technokratisch dimensionierten Fragen zu tun hätten, für die es keine und schon gar keine relevanten religiösen Bezüge gäbe. Im Gegenteil, der erstaunliche Fortschritt von Technik und Wissenschaft hat uns Optionen zugespielt, bei denen sich immer häufiger die Frage stellt, ob alles, was jetzt technisch möglich ist, auch erlaubt sein soll. Und immer mehr Menschen beantworten die allgemeine Frage, ob alles, was technisch möglich ist, auch erlaubt sein sollte, mindestens mit der Skepsis, ob das wirklich ein solcher Automatismus sein dürfe. Oder andersrum formuliert, es gibt eine hohe virtuelle Mehrheit für die Vermutung, dass eben nicht alles erlaubt sein sollte, was technisch möglich ist. Sobald aber die allgemeine Frage konkret beantwortet werden muss, ob und was denn beispielsweise beim Zustandekommen menschlichen Lebens oder bei der Beendigung menschlichen Lebens zwar technisch möglich ist, aber nicht erlaubt sein sollte, tatsächlich verboten werden dürfe oder müsse, gehen die Meinungen natürlich weit auseinander. Und dass wir hier nicht mit einem technischen Problem zu tun haben, sondern mit einem ethischen Problem. Und dass die Kompetenz für ethische Fragen eben nicht eine technokratische, sondern eine kulturelle ist, ist wiederum nicht weiter erläuterungsbedürftig. Dazu könnte und müsste man jetzt wiederum eine Reihe von konkreten Beispielen vortragen, einschließlich der mal mehr und mal weniger gelungenen Kommunikation, die es dabei zwischen politischen und oder staatlichen und kirchlichen Autoritäten gibt. Mein Lieblingssatz in diesem Zusammenhang stammt vom Papst Benedikt, der in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag am 22. September 2011 erklärt hat: Die Frage, wie man das wahrhaft Rechte erkennen und so der Gerechtigkeit in der Gesetzgebung dienen kann, war nie einfach zu beantworten. Und sie ist heute in der Fülle unseres Wissens und unseres Könnens noch sehr viel schwieriger geworden. Es wird Sie nicht überraschen, dass mir dieser Satz besonders gut gefällt, und es wird Sie auch nicht überraschen, dass mich als engagierten Katholiken eher verstimmt, wenn mir deutsche Bischöfe mit der gegenteiligen Vermutung entgegentreten, dass es für bestimmte schwierige ethische Fragen eigentlich nur eine einzige überzeugende Lösung gäbe. Wenn das mal so wäre. Wir leben längst nicht mehr in einer homogenen Gesellschaft. Und übrigens die Vermutung, dass die homogenen Gesellschaften die besseren, erträglicheren, zumutbareren gewesen wären, ist auch einigermaßen kühn. Und es gibt auch keine erkennbare Aussicht, dass diese, also eine homogene Gesellschaft, jemals wiederhergestellt werden könnte. Schon gar nicht, dass wir bereit wären, den Preis dafür zu zahlen, unter dem sie alleine wiederhergestellt werden könnte. Deswegen müssen wir uns auf der einen Seite mit der Unvermeidlichkeit des Abschieds von einer kulturell homogenen Gesellschaft anfreunden und gleichzeitig das Missverständnis jener Beliebigkeit vermeiden, als bedeute Multikulturalität, dass in einer modernen multikulturellen Gesellschaft nichts mehr wirklich gelte und alles gleichzeitig. Wir müssen uns auch, was offenkundig in Deutschland noch schwerer fällt als anderswo, ganz ruhig und nüchtern mit der lebenswirklichen Erfahrung auseinandersetzen, dass ohne ein Mindestmaß von Gemeinsamkeit eine Gesellschaft nicht beisammen bleibt, dass mit anderen Worten eine Gesellschaft ihre Unterschiede nur erträgt, solange es ein hinreichendes Maß an Gemeinsamkeit gibt. Das eine ist Voraussetzung für das andere. Dies hat interessanterweise einen bekennenden Muslim wie Navid Kermani
zu der bemerkenswerten Schlussfolgerung veranlasst, die Grundrechte als Menschenrechte nicht nur als Errungenschaft der westlichen Zivilisation, sondern als universale Menschenrechte offensiv einzufordern. An dieser Stelle, so sagt Kermani, dürfe eine liberale Gesellschaft nicht verhandlungsfähig sein. Dies mindestens müsse man unter einer demokratischen Leitkultur begreifen dürfen. Schlussbemerkung. Ich plädiere aus den genannten Gründen für eine sorgfältige Trennung und zugleich für eine intelligente Verbindung von Politik und Religion, von Glauben und Handeln. Natürlich ist Religion zunächst eine reine Privatangelegenheit, aber sie hat immer auch gesellschaftliche Bedeutung. Sie muss nach ihrem Selbstverständnis mehr sein als eine reine Privatangelegenheit. Und sie ist nach allen historischen Erfahrungen, die nicht nur wir, sondern auch andere Gesellschaften gemacht haben, schon immer mehr als eine Privatangelegenheit gewesen. Diesseits und jenseits Europas haben wir inzwischen viele eindrucksvolle, in der Regel eher abschreckende Beispiele dafür, dass die demonstrative Absage an religiöse Orientierungen eine Gesellschaft weder moderner noch humaner macht. Was uns das spezifische Spannungsverhältnis zwischen Politik und Religion, Staat und Kirche erhält, das uns zuverlässig lästig bleiben wird. Das Beste an diesem Spannungsverhältnis ist, dass es nicht auflösbar ist. Und jeder möge sich mal nur für einen Augenblick die Welt vorstellen, wie sie aussähe, wenn dieses Spannungsverhältnis zugunsten der Politik oder zugunsten der Religion ein für allemal aufgelöst wäre. Wie viel Religion erträgt also eine aufgeklärte, moderne, liberale Gesellschaft? Meine vorsichtige, aber entschiedene vorläufige Antwort lautet: mindestens so viel, wie ein demokratisch verfasster Staat im Interesse seiner Selbsterhaltung benötigt. Vielen Dank für Ihre Geduld.